Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Hallo! So, heute mit der Bekanntgabe der Verlosung. Genau. Und danach das Hula Hoop. Ja. Und danach haben wir die Snackbox von Nasch die Welt. Ich meine, das ist eine Länderbox. Aber welchen Monat jetzt genau, da müssen wir nachher mal gucken, ob da irgendwas drin steht. Erzähl mal. Erstmal machen wir jetzt nämlich die Verlosung. Genau. Willst du ziehen? Ich kann ziehen. Oder willst du ziehen? Mir ist doch egal. Ich guck mich hin, ich guck mich hin. Guck dich hin, ich guck mich hin. Ich guck mich hin. Und zwar, the winner is Luna Beauty. Beauty. Mal gerade mal vorzeigen, damit man auch sieht, dass es richtig ist. Genau. Dann, ja, ich mache nochmal ein paar auf, damit man mal sieht, dass hier noch welche dabei waren. Also nicht, dass man nachher. Also noch andere. Nachher denkt. Ja, warum sollte man es denken? Wir kennen Luna Beauty ja gar nicht. Stimmt. Naja, sind auf jeden Fall alle. Wir werden dich, denke mal, kontaktieren, ne? Wir werden hier unten in die Kommentare. Nein, auf den letzten. Genau. Das Verlosungsvideo werden wir auf deinen Kommentar antworten. Genau. Mit der Bitte einer E-Mail-Adresse. Zum Beispiel. Dann schreiben wir dich nämlich per E-Mail an, damit du uns die Adresse zuschicken kannst und wir dir den Hula Hoop zuschicken können. Ja. Und wir hoffen, dann hast du viel Spaß damit. Wir hoffen, dann hast du viel Spaß damit. Ja. Naja. Wir hoffen auf jeden Fall, dass du Spaß damit hast. Und vielleicht berichtest du uns dann mal von deinem Spaß mit dem Hula Hoop. So, wir gucken jetzt mal. Wie gesagt, Vernasch die Weltbox müsste eine Länderbox sein. Dazu muss ich sagen, wir haben ein Abo in der Länderbox und ein Abo in der USA Snackbox. Haben wir beides wieder gekündigt, weil es nur doppelt abgebucht und nicht Sorry. Ich wollte gerade sagen, Gesundheit. Weil doppelt abgebucht und nicht geliefert und alles nur Theater. Ja. Aber wenn die, glaube ich, Länderbox kriegen wir, glaube ich, dreimal, mit der noch dreimal. Die haben zum Beispiel doppelt abgebucht. Also mit der noch zwei weitere Male. Mit der haben wir insgesamt drei, also kommen noch zweimal. Sag ich doch. Und die USA Snackbox müsste auch noch zweimal kommen, da warten wir auch noch bis heute drauf. Ja, sehr kurios ist das. Wie gesagt, doppelt abgebucht und... Ja, er hatte auf einmal mehrere Abbuchungen und irgendwie sehr kurios war das auf jeden Fall. So, gucken wir mal, ob wir irgendwas finden hier. Was hier, irgendwas? Kanada! Ach, Kanada. Das Kanada. Ist eine Länderbox. Länderbox, Kanada. Kanada. Da steht aber nicht drauf, von welchem Kanada. 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 Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Wir gucken mal gerade. Wir nehmen uns diesen Monat die berühmte kanadische Höflichkeit als Vorbild und präsentieren euch mit großer Freude die neueste Snackbox. Oh Kanada, our home and native land. Geht mit uns auf eine Reise durch Kanada und bestaunt die wunderschöne Landschaft Nordamerikas. Hört sich gut an, ey? Ey, steht da. Natürlich sind auch wieder die leckersten Süßigkeiten am Start. Süß, würzig und fruchtig, alles dabei. Genieße den Kurztrip in die weite Welt. Vernasche Kanada. Dann gucken wir einfach mal. Dein Vernasche die Welt-Team. Erstes Produkt. So. Hufels, Chips. Paprika, ich glaube, gesalzen, würde ich jetzt mal sagen. Gesalzene Chips. Ach ey, das ist so ein kanadischer Slang. Sollen wir die mal aufmachen? Ja, mach mal. Also ich sehe hier keinen Monat zum Beispiel. Ja, das sind halt wie so normale geriffelte Chips. Ich bin eigentlich nicht so der geriffelte Chips-Fan, deswegen nehme ich mir mal ein kleines. Ich versuche zumindest ein kleines zu finden. Mhm. Ja. Das sind ja wie normale geriffelte Chips, ne? Ist jetzt nichts Besonderes. Ja. Chips halt. Dann haben wir. Ich hab gerade was im Hals stecken. Dann ist das nächste sehr gut für dich. Eventuell. Entschuldigung. Was auch immer das ist. Bubbly. Bubbly, ja, keine Ahnung. Irgendwas mit Mousse. Irgendwas. Zeig mal. Dose. Irgendwas Dose. Bubbly Pamplemousse. So. Ich habe ein Stück Chips im Kino. Ja, dann trink mal einen Schluck. Warte mal, nehmen wir mal jetzt hier. Da haben sich die Meerschweinchen jetzt erschrocken. Oh, riech mal. Riecht wie Limo. Mhm. Na, probier mal.
Schmeckt nach nichts. Komisch, ne? Sparkling Water. Steht auch da drunter. Schmeckt nach nichts. Vermutlich mit Grapefruit-Geschmack, aber man schmeckt keine Grapefruit. Also Wasser mit Grapefruit-Geschmack, ja, auf gut Deutsch. Aber man schmeckt sie nicht. So, jetzt kommt was Schönes. Oh, ein Twix. Twix. Aber ein anderes Twix. Ja, ist auch schon in der Mitte durchgebrochen. Ah, ne, es sind vier. Vier Stück. Ach, cool. Also vier kleine. Da bin ich mal gespannt drauf. Twix, Cookies and Cream. Nicht Cookies, Cookies. Cookies, du kennst doch mal in Englisch. Ja. Die machen wir natürlich mal. Zeit ist zu verbessern. Soll er sein Englisch verbessern? Schreibt das mal in die Kommentare. Guck mal, wie schön klein die sind. Es sind vier Stück drin. Ist auch ein Stück? Ja. Oh, die sehen komisch aus. Interessant. Oh ja. Sehr lecker. Mit vollem Mund reden wir nicht, ne? Den normalen Twix gar nicht mal so unähnlich vom Geschmack, finde ich, aber doch anders. Und schmeckt so. In der Hand. Ach, Staffkasse, wenn Jelly Bellies. Er, Heats, Heos, Heos, Heats, Heats, Er hat. Yes. Orange, Sherry, Wassermelone, Weiß Mystery. White Mystery. Und Blue Rapsberry. Rapsberry. Ja, alles. Wie du gehörst in Rapsody. Ah, sehr guter Film. Nein, Rapsody wird ja anders geschrieben. Warum ist direkt der Geruch? Ich vermute mal, ach, die sehen aus wie M&M's. Probier mal. Weich wie Mentos. Also, von der Konsistenz her. Aber Mentos sind doch erstmal hart. Also, Mentos sind erstmal hart. Du hast schon ein kleines Loch gemacht. Ja. Grün, was war grün? Waterlama. Ich hab blau. Rapsberry. Hast du? Kriegst du mal eine blaue Zunge von? Hab ich vielleicht eine grüne? Jo. Oh, ist eher extra eine Öffnung. Oh. Schmeckt aber gut, ne? Lecker. Oh. So, noch einmal Chips. Sun Chips. Kriegt man noch blaue Zähne von? Zeig mal. Nein. Sun Chips. Garden Salsa. Garden Salsa. Multigrain. Oh. Die machen wir jetzt nämlich nicht auf, oder? Doch klar. Haben wir alles auf. Ja, klar. Da haben wir einen schönen Hinsen. Als ob es für dich ein Problem wäre. Gut. Sehen aus wie Nachos. Wir haben zumindest keine Nacho-Form. Stimmt, wieder ein kaputtes. Schmeckt auch gut. Dünn finde ich so ähnlich wie Nachos, aber dünner. Ja. Nein. Kann ich mir zum Dippen gut vorstellen. Andere Form, ne? Willst du auch mal was nehmen? Pack in die Kiste. Ach, guck mal, der Goldfisch. Der Goldfisch. Oh. Mit Cheddar. Baked Snack Crackers. Das ist bestimmt sowas wie, kennt ihr die Mix so und so, wie heißen die? Also da sind so kleine Salzstangen drin, ja, so Kekse, die man meistens immer Silvester auf dem Tisch stehen hat oder auf irgendeinem Geburtstagsfeier. Genau so sehen die auch aus. Mit Cheddar. Möchtest du? Mit Cheddar ist? Cheddar ist Käse. Das, was du so gerne magst. Das kriegst du nicht mehr rein. Trocken. Ja, ist halt so zum Snack. Aber den Käse schmeckst du jetzt nicht aus, oder? Ja, nicht wirklich. Nee. Kann man essen. Jetzt haben wir was Feines. Ui. M&M's. Aber Peanut Butter. Oh, lecker. Geil. Du willst es bestimmt mal probieren. Ne? Weil ich stehe ja nicht so auf, Auf na? Auf Nuss. Guck mal, so eine Postkarte haben wir da drin. Oh. Wie heißt das denn nochmal? Peanut Butter. Erdnussbutter. Erdnussbutter. Wie heißt das nochmal auf Deutsch?
Erdnussbutter. Guck mal, da ist der SpongeBob drin. Das SpongeBob? Ja, SpongeBob. Also. Kommt mal was mit SpongeBob. Ja, ich muss wieder mit euch erzählen, weil wir alle auf dem Boden liegen werden. Dann warst du es. Ha. Hm. Na, ich probiere trotzdem mal einen. Wieder, ich habe wieder blau gezogen. Ich nicht. Mhm. Aber du kriegst mehr. Du hast mehr. Ne, jetzt kommt die. Kommt zum Nachgang. Aber ich finde die lecker. Kommt im Nachgang. Ich finde die lecker. Stimmt, im Nachgang merkt man. Zuerst kommt der Schokoladengeschmack, ja, und dann kommt die Erdnussbutter. Weil die Erdnussbutter mittendrin ist. Drumherum ist nochmal Schokolade. Nerds. Nerds. Gummi. Das ist Kaugummi, oder? Nee, da ist hier bestimmt mit so einem Knisterzeug drin. Ich weiß es nicht. Das sieht aus, als wenn man das aneinander kleben kann, dem Bild nach. Das sieht aber interessant aus, ne? Oh. Jetzt suchst du zuerst die Öffnung. Jetzt habe ich was aufgerissen. Achso. Das sieht nämlich auf dem Bild aus, als wenn du die so zusammenquetschen kannst. Also wir sind zusammen, ja, lieber, weil ich sag Essen. Ja, dann kannst du mit. Large to show. Ein Large. Ach, guck mal hier. Zeig mal. Mhm. Ach. Das sind so. Ach, dann ist das hier nur vergrößert, das Bild. Ja, ja. Und innen drin ist die dann nochmal was drin. Die sind so gummihaft. Ich glaube, das knistert doch auch im Mund, oder? Tangy und crunchy. Ja. Mhm. Nur crunchy außenrum. Ja. Okay. Sehen aber lustig aus. Ja, machen so ein bisschen was Erfrischendes, ne? Mhm. Wow. Krass. So, sagen wir noch eins, das kannst du machen. Mach ich. Das ist ein SpongeBob. Mhm. Ach. Krabby Patties. Da sieht man schon auf dem Bild. Die gab es doch früher oder gibt es heute noch. Krabbenburger. Gab es doch in der Jugend, in unserer Jugendzeit schon. So kleine Bürger. Ja. In so einer kleinen Kunststoffpackung oder so. Weiß aus Weingummi. Genau. Ich bin ja zugeklebt. Habe ich früher nie gegessen. Ja, ich war noch nie so der große Weingummi-Fan. Ja, genau die meine ich. Ja. Also, okay. Dann mache ich schon. Ein Hamburger. Ein Krabbenburger ist das, Schatz. Krabby Patties. Ein Krabbenburger. Nur nicht aus Krabbe. So sieht's aus. Seht das mal außerhalb der Packung. Was ist? Willst du mal abbeißen? Nee. Komm, du darfst von meinem Burger abbeißen. Boah, nee. Ja, ich habe die auch nicht so gegessen. Ich nimm da den Mund. Muss direkt weg. Du abbeißen. Nee, weg damit. Burger. Nein, nicht so. Kannst du einmal in deinem Leben einen Burger direkt komplett. So sieht's dann abgebissen aus. Jetzt kannst du direkt mal einen Burger komplett in den Mund nehmen. Kannst du beim Meckers oder so nicht. Manche können das. Na gut. Aber das war auch noch nie so meine Lebensaufgabe. Willst du die andere Hälfte? Ja. Meine Lebensaufgabe. Das war noch nie meine Lebensaufgabe. Mein Wunsch, einen Burger in einem Bissen zu essen. So, sind wir schon fertig. Das war's schon. Also wie gesagt, die haben wir abgestellt. Zweimal müsste sie noch kommen. Genau wie die USA Snackbox. Weil ich dann so in doppelt abgebucht. Ungefähr in 3 Monaten endlich kommen. Ja. Angeblich einmal im Monat, jeden Monat. Weil halt doppelt abgebucht und ich glaube, das ist erst die zweite, die man bekommen hat. Mhm. Also die erste Snackbox von Nasch die Welt. Länderbox. Und wir haben erst eine USA-Box bekommen. Mhm. Also das auch schon 2 Monate her ist? Ja. Ungefähr. Genau. Sehr merkwürdig. Dafür, dass die jeden Monat kommen sollen, dann buchen sie doppelt ab und dann kommt nichts und ganz kurios irgendwie. Ja. Also da läuft irgendwas schief. Ja, also im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Mhm. Mit dem, der Tix schmeckt sehr gut. Mhm. Und die Riffelchips. Ja, ich bin da nicht so der Fan. Die sind auch gut. Da werden die Kinder am Wochenende. Ja, die werden die richtig fett putzen. Und die. Ja. Und die finde ich richtig lecker. Ich finde die anderen Riffelchips lecker. Nein, ich finde die besser. Jetzt schon dran. Ja. Das war's. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne. Spuck auf den Tisch, ich sortiere.
Achso, okay. Nein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann abonniert uns doch. Also eigentlich immer die typische Leier am Ende. Ja, dann abonniert uns doch gerne. Und wenn ihr uns bereits abonniert habt, dann aktiviert die Glocke. Genau. Ah, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid, wenn ein Video kommt. Nächstes Mal schreibe ich alles auf und zeige das so in die Kamera, was ich sagen will. Das verhaspel ich mich nicht mehr. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ist auf einer Tafel. Ja, genau. Also in diesem Sinne. Schreib mit deinem YouTube-Account-Namen unter deinen Kommentar, also wir werden da auch nochmal was reinschreiben, damit man wird ja dann auch benachrichtigt, wenn man eine Antwort bekommen hat. Man wird nochmal benachrichtigt, wenn man eine Benachrichtigung bekommen hat. Ich glaube, wir sollten das Video hier beenden. Ja. Ne? Und weil dann kann sie uns die E-Mail-Adresse oder sonstiges irgendwie schreiben oder vielleicht ihren Instagram-Account hinschreiben mit ihrem, ne, dass wir dann, falls sie die E-Mail-Adresse nicht so offen schreiben möchte, dann kann sie falls sie bei Instagram ist, ihren Instagram-Account hinschreiben und dann können wir sie bei Instagram. Heute hast du da, war, ja, wirklich. Blablabla. So, in diesem Sinne, einen schönen Tag noch. Genau. Wir sehen Bis dann. Tschüss.